Ja, alle herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute wieder eine kleine Vorstellung. Klein und fein. Bleibt dran. Und Seit zwar spreche ich David. euch hier von Graupner dieses, ich würde sagen, Antriebsset vorstellen. Ein Mini-Antriebsset für Modelle bis maximal 50 Gramm. Ja, wer zum Beispiel so ein Papierflugzeug vielleicht mal fliegen lassen möchte oder ein kleines Wurfkleidermodell. Kennt ihr vielleicht von Graupner diesen Uhu zum Beispiel? Mit diesem Antriebsset kann man den Uhu in die Luft bringen. Wohlgemerkt mit Zwei-Kanal-Fernsteuerung. Ich habe mir die jetzt ohne Fernsteuerung gekauft, weil ich habe eine Graupner-Fernsteuerung. Die kann man problemlos mit diesem HOT-System integrieren. Und da gibt es auch so eine Zwei-Kanal-Fernbedienung mit dazu, kann man mit dazu kaufen. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich eben, wie gesagt, die normale Fernbedienung habe. Wenn wir das Ganze uns mal anschauen und schauen, was da alles so Ja, drin ist. hier. Von Graupner HOT ist ja wirklich so das System von Graupner 2,4 GHz. Und wenn wir auch mal reinschauen, Verpackung hier, 75 Kanäle kann ich quasi fliegen im FHSS-Modus. Und die heißt genau Graupner Vector Unit Extreme. Ja, hier kommt alles so ein bisschen schön verpackt hier schon. Hier habe ich eine Schraube. Hier ein Propeller, das ist fast die gleiche Größe von den Quadrocoptern, wie wir das kennen. Hier ein USB-Anschluss mit hier einem Adapter für einen Akku. Und hier habe ich diese kleine Einheit. Und das Coole ist, hier drin ist auch gleich der Empfänger mit integriert. Ihr seht, habt ihr hier dieses kleine Antennchen. Ja, und das Servo dreht quasi, ich muss ganz vorsichtig machen, dreht quasi den Propeller hin und her und bewirkt somit, dass das Modell halt die Richtung ändert. Und über die Drehzahl hier, das ist wahrscheinlich ein Druckpropeller, muss man gucken, dann was für eine Steigung der hat, dann schiebt er das Modell nach vorn. Ja, dann habe ich hier noch einen Akku, das ist prima eingepackt. Das ist ein 3,7 Volt Lipo-Akku, 350 Milliampere. Dann kann man jetzt über dieser Stecker hier einstecken und laden lassen. Und hier habe ich auch Kontrollanzeigen drin. Chargen für Rot und Ready End ist dann grün. Hier reinstecken. Haben wir hier die rote LED blinken. Und wenn das grün ist, wird der Akku dann voll sein. Ja, dann habe ich hier natürlich die Anleitung nochmal drin. In Deutsch und in anderen Sprachen. Die Sachen nochmal beschrieben dazu. Verschiedene Möglichkeiten hier, wie man das montieren kann, entweder mit Druckpropeller oder dementsprechend muss man halt einfach die Laufrichtung ändern. In der Fernbedienung kann man das machen. Hier den Stecker richtig reinstecken, halt wirklich sehr kompakt und einfach diese ganze Anlage. Und wie gesagt, die Vektoreinheit ist dazu gedacht. Graupner hat quasi so ein neues System entwickelt oder eine neue Styroporart, in dem man halt Modelle bauen kann. Und die schreiben eben halt bis 100 oder bis 50 Programm. Bis 50 Gramm kann diese Vektoreinheit hier das Flugzeug betreiben. Wir werden gleich nochmal schauen, wenn der Akku voll ist. Wenn wir das hier mal anschalten und gucken, dann kann man es nochmal binden wie mit den normalen Fernbedienung. Ich habe hier die Graupner HOT noch da und das werden wir uns die ganze Sache mal anschauen. Ja, so wie wir hier sehen, ist die LED ausgegangen. Ich habe gedacht, die grün, aber ist ja leicht grün schimmert es halt. Ist nicht ganz so hell mehr, wie ihr sehen könnt. Das heißt, der Akku ist jetzt voll und jetzt werden wir ihn einfach mal zum Leben erwecken. So, in der Fernbedienung, Quatsch, in der Bedienungsanleitung ist das so, dass, wenn man dann hier reinsteckt, die Anlage sofort in den Bindevorgang geht. Ich habe hier so meine Graupner-Anlage, die habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier Vektor und zwei Kanäle eingestellt. Oder ein ganz normales Flugmodell. Binden wir das Ganze mal. Okay. Tut sich ja nichts.
Ja, hallo nochmal hier. Und zwar muss ich jetzt selber ein bisschen ausprobieren, zu der Einheit, wie ich hier meine MX-16 programmieren muss, um damit das Ganze funktioniert. Hat eben nicht gleich geklappt, wie es eben halt so immer ist. Hier nochmal zur Erklärung nochmal: der Hier Propeller habe hat ich einen anderen Stein. eben meine Graupner MX-16 hier mal programmiert. Und zwar hatte ich, wie gesagt, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber es hat dann doch geklappt dann. Ich habe dann noch mit anderen Modellen ausprobiert. Und damit ihr nicht rumexperimentieren müsst, zeige ich das euch einfach, wie ihr hier das Ganze programmieren müsst. Und zwar, wie gesagt, hinten dran ist der Binding-Stecker. Den müsst ihr erstmal einschalten und dann diesen Stecker gedrückt halten und dann hier oder die mit Strom verbinden. Und dann müsst ihr die ganze Sache sich binden. So funktioniert das. So, steckt das schon mal hier ein. Und so habe ich mir einen neuen Namen gegeben hier, damit ihr es gut sehen könnt. Vektor. Und wichtig ist eben hier die Grundeinstellung zu programmieren. Ich hoffe, ihr seht, ich habe auch schon eine Folie drauf. Schutzfolie, die ist schon seit Ewigkeiten drauf. Die mache ich einfach mal ab. So könnt ihr es besser sehen. Wichtig ist die Grundeinstellung hier, und das war nicht mein Fehler gewesen. Einmal die Steueranordnung 2, also Mod 2, dass quasi hier das Gas drauf ist. Das ist wichtig. Und dann, das habe ich erst ausprobiert. Motor kein. Das Leitwerk ist auch normal. Und hier die Wölbklappen müsst ihr 2QR nehmen, weil es geht nämlich hier auf dem Kanal 2 die ganze Sache. Dreht sich quasi das Servo nach links und nach rechts. Ja, nicht auf Kanal 3, wenn man so steht es auf normal, wenn man es neu aufruft, die ganze Seite, da funktioniert es eben gar nicht, da hat es immer nur gebrummt. Und da bin ich fast ein bisschen verzweifelt. Dann habe ich mal ein anderes Modell aufgerufen mit zwei Querrudern und da habe ich es gesehen halt. Das funktioniert eben halt. Und halt muss hier das auf 2QR stellen. Wie gesagt, Telemetrie habe ich an diesem noch nicht dran. Hier können wir es nochmal angucken. Ja, müsst ein bisschen aufpassen. Ist kein Anlaufschutz, aber wenn ihr den Knüppel hier oben stehen habt, den Gasknüppel, zeige ich euch gleich. Sofort geht die ganze Sache durch an. Und wenn ihr den Finger da drin habt, das ist eher blöd. Ne? Hier habt ihr den Gas, geht sofort an und hier habt ihr dann die Steuerung eben halt in die Richtung, wo ihr fliegen wollt, wird das Modell dann gedrückt. Hier nochmal sehen, hier Kanal 2 und Kanal 5 arbeitet hier, sehe ich gerade. Und hier eben der Motor auf Kanal 1. Ja, und hier ist in der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt das dann überall hinbauen und könnt Spaß haben mit kleinen Modellen. Wie gesagt, bis 50 Gramm. Vielleicht geht auch noch ein bisschen mehr. Da müsst ihr vielleicht ausprobieren. Und ich hoffe, ihr habt hier viel Spaß damit und könnt euch da einen kleinen Einblick was sehen, wie das alles funktioniert. Nochmal hier und viel Spaß. Wie gesagt, weil ihr auch eine MX-16 habt, könnt ihr die so programmieren. Müsste klappen. Und sonst könnt ihr euch doch die Fernbedienung, die mit dazu ist, euch kaufen. Die hat eine Einhebelbedienung, einmal Gas und dann links und rechts. Das war's halt. Wie gesagt, welchen, die hier eine Telemetriefunktion drin haben, die können sich dann noch hier die Spannung und Temperatur auslesen lassen. Das heißt, wenn der Akku dann in Unterspannung gerät, dann, wenn ihr euch nicht kaputt macht, dann fängt das Teil hier Alarm anzuschlagen. Es geht bei mir leider nicht. Ich muss das noch nachrüsten, weil es schon eine relativ alte Hot ist, aber funktioniert noch immer super. Warum soll ich sie wegtun halt? Ja, ich hoffe, mein Video hat euch Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.